Also irgendwie müssen wir diesen Kasten, diesen Käfig da kaputt machen, wie ich das jetzt gesehen habe. Wie das funktionieren soll, weiß ich nicht. Und dadurch, dass es gerade extrem ruckelt, was ich auch nicht verstehen kann, wird das, glaube ich, auch ziemlich schwierig. Und Hallo. Und ich bin momentan echt am Überlegen, ob ich es vielleicht wirklich abbreche, weil es ist... Es macht Spaß, aber manche Passagen sind einfach sehr anstrengend und ja, rauben doch so ein bisschen den Spaß, würde ich sogar sagen. Und diese Passage gehört auch mit dazu. Lass los. Steh auf. Alter, es ruckelt so. Was ist denn los heute? Hier geht ja gar nichts. Ach du Scheiße. Könntest du eventuell mal aufhören? Das ist sehr anstrengend. Alter, es tut mir echt leid. Ich habe irgendwie... Ich weiß nicht, woran es liegt. Mal deine andere Hand da weg, bitte. Was macht sie? Oh Gott, nur kein Scheiß. Alter, warum ruckelt es so? Ich habe nichts irgendwie umgestellt oder sonstiges gemacht. Alle Einstellungen sind so wie sonst auch. Hallo? Was ist denn hier los? Das macht ja noch weniger Spaß als so. Das macht es irgendwie noch mehr kaputt. Ich weiß nicht, warum es das gerade so extrem tut. Komm, nimm mit deiner Hand da weg. Ja, okay, wenn mir so eine Stahltür auf die Finger fallen würde, dann wäre ich wahrscheinlich, ja, wären meine Arme auch ab. Alter, dieses Ruckeln, das ist ja unerträglich. Es tut mir so leid. Ich muss gleich vielleicht doch nochmal gucken, was da genau... Alter! Das ist ja unglaublich. Nicht zu weit. Ja, würdest du bitte... Das ist ja ätzend. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Ach du Scheiße. Hallo? Alter, das ist doch nicht wahr. Hör auf so zu ruckeln, Mann. Was ist denn das? Anstrengend. Heute läuft echt gar nichts. Eben die Aufnahme überhaupt in Gang zu kriegen, war auch schon sehr dramatisch. Ich weiß nicht warum. Komm halt die Fett. Bin ich irgendwie dumm? Also ja, aber hä? Warum packt die das nicht? Die schafft es doch fast von da in den
Container zu springen. Warum? Was ist jetzt ihr Problem? Alter. Komm. Ja, und geh da rein. Alter, was ist denn hier los, Mann? Verdammt. Der Hacke. Alter, das ist ja... Wow. Vielleicht lag es auch an dem Abschnitt, aber das kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Wir haben den Ekligen los. Hoffe ich. Ich hoffe es so unglaublich doll, dass wir den Ekelhaften endlich los haben. Das war ja schrecklich. Boah. Hoffentlich, ich hoffe, es liegt wirklich am Abschnitt, dass es gerade so geruckelt hat. Das wäre echt gut. Traumhaft wäre das. Traumhaft. Der Ladebildschirm ist auch so lang. Was ist denn heute? Also irgendwie, ich hatte eben schon Probleme, die Aufnahme in Gang zu bekommen. Da hatte ich irgendwie als ein Error und generell irgendwie läuft es heute nicht. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Sehr seltsam, sehr seltsam. Manchmal ist es aber so, ne? Die Technik hat immer ein bisschen ihren eigenen Kopf, muss man sagen. Die macht leider nicht immer das, was man von ihr will. Zum Beispiel lädt sie gerade nicht. Ah, doch, jetzt. Ich möchte mich nicht aufregen. Alter, wie sind wir hergekommen? Sie läuft immer noch ein bisschen ruckelig, oder? Ja, läuft sie. Was ist denn los? Es ist alles so wie immer. Es laufen alle Aufnahmen wie immer und generell irgendwie... Ich habe nichts umgestellt, nichts eingestellt. Tja. Vielleicht hat der Rechner einfach keinen Bock aufzunehmen. Das ist manchmal auch so. Hallo, nicht crouchen. Rennen. Rennen, rennen. Oh. Da liegt ein kleiner Schuh. Ich habe Angst, dass das Ding irgendwie... Ich weiß, ich will gar nicht wissen, was als nächstes passiert. Hallo? Huch, das war falsch. Können wir uns... Es wäre praktisch, wenn ich was sehen würde. Muss auch nicht, aber wäre cool. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich kann das wirklich nicht sagen. Ach, kann ich sich überhaupt so lange halten? Ich wäre schon tausendmal abgefallen. Krass. Alter. Die Fahrt ins Ungewisse. Gott. Da oben. Ich sehe ihn schon, ich sehe ihn schon. Der dicke Koch. Boah. Was ist mit ihm? Muss ich loslassen? Ich lasse einfach los. Tot. Das wäre jetzt echt tragisch. Oh Gott, vielleicht sollte ich auch gar nicht loslassen. Was ist denn dann? Dann bin ich hier gefangen. Naja.
Es ruckelt immer noch. Also, die heutige Aufnahme, die... Oh nö, nicht schon wieder. Die heutige Aufnahme, in der läuft's einfach nicht. Ich weiß auch nicht so genau. Komm. Los, du packst das. Die heutige ist einfach nicht gut. Ich kann nicht richtig denken und generell ruckelt's gerade, nachdem ich neu angefangen habe. Da ist nichts zu essen mehr in der Falle. Ich habe Angst, dass uns die Falle packt. Ich bin etwas geschädigt. Oh nee, müssen wir die Ratte essen? Och nö, nee, ich esse die nicht. Die Maus oder Ratte. Muss das wirklich sein? Ja doch, Krankheit. Los, komm, du schaffst das. Okay, das ist echt ganz schön eklig und grausam. Musste das sein? Wahrscheinlich werden wir jetzt gleich gepackt von irgendwas. Jedes Mal, wenn wir irgendwas essen, passiert irgendwas Schlimmes. Also beim ersten Mal, da ging's. Beim ersten Mal tatsächlich, da hatten wir keine Probleme. Aber ab dem zweiten Mal gab es ständig Probleme, leider. Oh, tatsächlich ist nichts passiert. Interessant. Alter. Das Ruckeln ist anstrengend. Was zur Hölle ist in diesen Säcken drin? Komm hier. Nicht fest. Zieh dich hoch. Das können wir doch bestimmt umschubsen, oder? Ruckel, ruckel, ruckel. Es tut mir echt leid, dass ihr euch das antun müsst, aber ich... Ich höre es grunzen. Ich will nicht. Oder auch nicht. Doch noch nicht. Alter! Aber ich hoffe, der ist nicht so schlimm. Die sind nicht so schlimm. Ich glaube, es sind zwei, oder? Wie der Ekelhafte mit den Armen.
Ich meine, der Ekelhafte mit den Armen, der war jetzt schon echt, der war sehr penetrant. Sehr penetrant. Alter, mit wie rein? Alter, ich muss die Aufnahme gleich beenden. Ganz ehrlich, ich habe, Alter, keinen Nerv mehr. Und das möchte ich irgendwie auch gerade nicht. Das ist echt nicht gut. Das ist ja widerlich. Ja, seine Augen. Alter, dieses Ruckeln, das ist ja echt ätzend. Boah. Er riecht uns also, wenn wir rennen, Alter. Ich sehe gar nichts. Wo hier irgendwas ist. Mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es tut mir leid, dass ich gerade so leise bin, aber ich habe irgendwie... Ach du Scheiße. Ich bin genervt von dem Ruckeln. Ich bin genervt von dieser Aufnahme, die einfach eine komplette Katastrophe ist. Was soll ich dazu sagen? Oder was? Er kommt wahrscheinlich sogar hier hoch. Ach du Scheiße. Können wir eben. Wow, wie diese Flasche in Zeitlupe zerbricht. Interessant. Wir brauchen scheinbar einen Schlüssel. Zieh dich hoch! Oh Gott, das ist ja furchtbar, furchtbar ist das. Alter, halt mal. Das ist echt nicht gut. Ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Es ist echt cool gemacht gerade. Also, es sieht sehr eklig alles aus. Und der Typ ist auch sehr widerlich. Das ist ein Ekelhafter. Aber es tut mir gerade echt leid, dass ich das Spiel nicht ordentlich präsentieren kann. Ja.
weiß echt nicht, was heute los ist. Ich weiß es nicht. Wir brauchen irgendwo einen Schlüssel. Die Frage ist, wo ist dieser Schlüssel? Ich habe nämlich noch keinen gesehen. Der wird ja bestimmt nicht hier hinten sein, oder? Deswegen, ich weiß auch nicht wirklich, was ich gerade mache. Es ging aber und deswegen habe ich es mal ausprobiert. Hochspringen ist wahrscheinlich komplett witzlos, oder? Schütter mal hier rüber. Ja, nee, keine Ahnung, hier oben ist gar nichts. Ja, ist nicht so recht. Wo ist denn hier der Schlüssel? Oh! Oh! Scheiße. Das war nicht gewollt. Tot. I, wie er uns anguckt. I! I! Jetzt rastet er aus. Oh Gott. Scheiße. Wie kann er so schnell sein? Oh Gott. Ich sehe nichts. Er ist davor. Und er ist fett. Sein soll. Wo soll denn hier ein Schlüssel sein? Ja. Oder geht es auch ohne? Das wäre echt doof. Also eigentlich wäre das cool, aber komm, ich würde mir ein bisschen verarscht vorkommen. Es wird nix. Na gut, ist auch nicht schlimm. Ja, los, friss uns. Ich muss die Aufnahme eh beenden. Das ist furchtbar mit dem Ruckeln und ja, nee, die Aufnahme war katastrophal. Ich möchte sie nicht weiter fortführen. Oh, wir fangen sogar da oben an. Das ist ganz angenehm. Also dann bis zur nächsten Aufnahme, die hoffentlich weniger ruckelfrei ist und hoffentlich mit weniger. Ich muss mal nachgucken, wie es weitergeht, weil ich habe absolut keine Ahnung. Aber ich wollte noch was ausprobieren. Ist der Schlüssel eventuell hier drin? Das würde sich anbieten. Nee. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Und Entschuldigung für diese Katastrophe hier, für das Ruckeln und generell die ganzen Umstände. Also, vielen Dank. Tschüss.